Burn him, verbrennt ihn, rufen die Besucher des traditionellen Bonfire-Festes im britischen Edenbridge. Gemeint ist die Figur des US-Filmproduzenten Harvey Weinstein, der sich jüngst mit massiven Vorwürfen wegen sexueller Belästigung und Vergewaltigung konfrontiert sah. Am Samstagabend wurde der Riesen-Weinstein abgefackelt, gemeinsam mit dem Abbild einer historisch nachempfundenen Figur, die hier im Südosten Englands jedes Jahr bei dem traditionellen Feuerspektakel Funken sprüht. Und seit rund 20 Jahren, als große Lagerfeuer auf offenem Feld in der Gegend verboten wurden, brennt eben auch immer ein Prominenter. Darunter waren bereits US-Präsident Donald Trump oder Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter. Eine Sprecherin der Edenbridge Bonfire Gesellschaft erklärte, warum es nun Weinstein sein musste. Ja, wir haben Harvey Weinstein ausgewählt, weil er in der Berichterstattung der Zeitungen herausragte. Wir treffen diese Entscheidung rund 1,5 Wochen vor der Veranstaltung und da beherrschte er die Schlagzeilen. Und wir finden, dass er diese Strafe heute Nacht wirklich verdient. Zuvor waren tausende Menschen mit Fackeln und teilweise in Kostümen durch die Straßen gezogen. So und mit Lagerfeuern und Feuerwerken wird die Bonfire-Nacht alljährlich in ganz Großbritannien begangen. Sie erinnert an eine Verschwörung gegen den König aus dem Jahr 1605.